Darf ich Ihnen euch vorstellen, zu meiner Rechten, vollkommen unbegraben, Hans-Peter Moderhaus. Olja Kleberg, meine Damen. Und heute ist die Premiere hier im Spiegelpalast am Bahnhof Zoo. In der dreieinhalbstündigen Show Ghosts and Ducks entführen sie internationale Spitzenkünstler und eine Liveband der Extraklasse in eine atemberaubende Welt aus Artistik, Comedy und Magie. Das Ganze wird begleitet von einem genussvollen Vier-Gänge-Menü. Heute ist der offizielle Beginn der 15. Palazzo-Spielzeit in Berlin. Und die Welterstaufführung der brandneuen sensationellen Show Ghosts and Ducks. Die Gänge des Gourmet-Menü wechseln sich über den Abend hinweg mit den Darbietungen der Show. Mit 100 Kerzen, funkelnden Spiegel und edle Dinnertische taucht man in eine bezaubernde und glamouröse Welt des Palazzo Spiegelpalast ein. Show, Musik, Licht, Essen, Service und Ambiente sind auf das Feinste abgestimmt und verschmelzen zu einem rauschenden Fest für alle Sinne. Die Künstler, die von der ganzen Welt stammen, glänzen mit innovativen und ungewöhnlichen Darbietungen. Leidenschaftlich und auf höchstem Niveau präsentieren sie Darbietungen voller akrobatischer Raffinesse und führen somit das Palazzo-Publikum mitreißend durch den Abend. Jetzt ist die Premiere. Wie aufgeregt ist man? Es ist jedes Mal immer das Gleiche. Ich will nie aufgeregt sein, aber es ist immer aufgeregt. Und ich glaube, wenn ich nicht aufgeregt wäre, wäre es nicht gut. Und heute ist eine ganz besondere Show. Sie ist so schräg und verrückt. Berlin. Der Franzose würde sagen, extraordinaire, belle et fou. Die Show nennt sich ja Ghosts and Ducks. Wie kam es zu dem Namen? Nun, also Geister ist ja ganz in, momentan überall. Ente sowieso. Es gibt nichts Schöneres als Ente. Es gibt im Leben Momente, da fühlt man sich wie eine Ente. Und das mit Geistern, das ist besonders stark. Ich durfte das hervorragende Menü schon probieren. Ja. So gut wie noch nie. Muss Kolja Kleberg noch was dazu sagen. Vorspeise sensationell, also alles gut. Okay, dann genießen wir die Premiere, ja? Vielen Dank. Dankeschön. Also, alles Liebe. Alles Gute. Ja, und jetzt erzählt uns Kolja vom wundervollen Menü. Ich mache mir ja jetzt schon Gedanken für die nächste Saison. Das heißt, ich fange immer sehr früh an und deswegen brauche ich einen Leitfaden. Und ich habe alles Mögliche gelesen und habe entdeckt, dass wir dieses Jahr Picasso-Jahr haben. Picasso wird überall gefeiert. Er ist vor 50 Jahren gestorben, also ehren wir Picasso, diesmal hier auch mit einem spanischen Menü. Spanisch inspiriert, deswegen tauchen in diesem Menü andalusische Produkte, wo er geboren ist, auf. Orange, Paprika, Oliven, ein bisschen Vanille kommt mit drin vor. Und das zieht sich durch das ganze Menü durch. Es fängt an mit einem spanischen Kartoffelsalat mit karamellisiertem Ziegenkäse mit zweierlei Mojo, so eine kanarisch-spanische Soße, und mit gebackenen Kapernäpfeln. Dann gibt es eine Maissuppe mit Pepper Drops. Das sind kleine marinierte Paprika, Mini-Paprika. Dann gibt es Pato Picasso, also Ente nach Picasso-Art, mit Orangensoße und ein spanisches Mandeldessert. Voll zügig. Und diesen Genuss und das Erlebnis wollte sich das hochkarätige Publikum nicht entgehen. Auch habe ich die Gäste gefragt, ob sie schon mal den Traum hatten, Artist zu sein. Wie sehr freust du dich, hier zu sein? Es gibt gutes Essen, also freue ich mich, hier zu sein. Es gibt was zu gucken, also freue ich mich, hier zu sein. Ich freue mich momentan über alles, was von dem, was man im Fernsehen, wenn man die Nachrichten anmacht, sieht, abgelenkt zu werden. Man sieht auch sehr viele Artisten hier. Wolltest du als Kind außer Schauspielerin auch Artist sein? Nein, es ist mir zu anstrengend. Wie sehr freuen Sie sich auf die neue Palazzo-Show? Ja, natürlich sehr große Vorfreude und ich hoffe, dass sie bestätigt wird, aber ich bin ziemlich sicher. Essen Sie vegetarisch oder die Ente? Die Ente natürlich. Es gibt sehr viele Artistinnen. Wollten Sie auch mal vielleicht als Kind artistisch tätig sein? Nee, glaube ich nicht so sehr. Ein bisschen jonglieren, aber mehr hat es, glaube ich, nicht gereicht. Sehr freust du dich auf die neue Palazzo-Show? Total. Es ist immer so für mich ein bisschen, die Weihnachtszeit wird eingeleitet, man geht zum Palazzo und sieht eine neue Show. Und ich liebe das, beim Essen unterhalten zu werden. Und auch nett zu essen?
Ja, wobei wir hier als Vegetarische die vegetarische Komponente haben. Das ist auch mal ganz spannend, was er sich da überlegt. Ist vorzüglich. Jetzt gibt es ja viele Akteure. Wolltest du auch als Kind mal artistisch unterwegs sein? Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich als Reiterin gesehen oder als Ballerina, aber nicht artistisch. Okay. Bin da gar nicht gut drin. Aber du bist in anderen Sachen gut. Sehr freuen Sie sich auf die neue Palazzo-Show? Sehr, sehr, sehr. Die letzten zwei Jahre, nicht nur, dass wir eine Pandemie hatten, und im letzten Jahr konnte ich auch nicht. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig. Ich weiß, es gibt ja wahnsinnig viele gute Akteure, Spieler, Spielerinnen, Artisten. Und für mich ist das immer eine große Freude, abgesehen davon, dass es ja auch immer ein Klassentreffen ist. Sie erwähnten ja schon viele, viele Artisten. Wollten Sie als Kind vielleicht auch artistisch tätig sein? Nein, ich bin ja Schauspielerin, da ist man ein bisschen artistisch unterwegs. Wir mussten ja auch alle Balletttanz machen, wir haben Fechten gelernt, wir sind reiten gegangen und haben gemacht und getan, aber fürs Artistische hat es nicht gereicht und da bin ich auch ganz froh drum. Jedes Jahr von der neuen Show, es gibt immer was anderes, nicht nur zu essen, sondern auch von den Künstlern, an Darbietung, was sie immer fasziniert, was sich reinzieht. Und das Weihnachtsfest ist ja auch so ein Fest, so ein bisschen des Friedens. In der heutigen Zeit natürlich auch ein bisschen das Fest der Ablenkung. Es gibt ja viele Krisenherde auf dieser Welt. Und das ist mal schön, wenn du ins Palazzo gehen kannst und mal ein paar Stunden abschalten kannst von den großen Krisen und dich verwöhnen lassen kannst. Und da sind wir gerne mit dabei. Also ein Riesenkompliment an Hans-Peter Wodarz, wie er es versteht, hier immer wieder die Leute zu faszinieren. Jetzt sehen wir viele Artistinnen. Wollten Sie vielleicht auch als Kind mal artistisch unterwegs sein oder artistisch? Ja, ich war natürlich immer körperlich aktiv und meine Artistik hat sich mehr auf das Ballspiel dann konzentriert und habe es aber auch nicht zu hohen Künsten gebracht, aber das habe ich dann als Trainer später ausgeglichen. Also die Beziehung zum Sport und zu den Jongleuren und Künstlern, und die hier auftreten, war immer vorhanden. Riesenrespekt. Ja, das ist jedes Jahr ein Highlight, wenn Palazzo wieder anfängt und so. Es ist immer eine tolle Show und natürlich auch eine besondere Atmosphäre. Man kann dabei gut essen, sind tolle Leute da. Also man kann es wirklich nur jedem empfehlen, das auch zu erleben. Wollten Sie als Kind vielleicht auch artistisch unterwegs sein? Auf keinen Fall. Ich wollte Astronaut werden. Also auch nicht schlecht. Ich werde weder noch Astronaut noch Artist. Also es hat sich anders entwickelt. Alles gut. Immer das Schöne ist hier, man trifft viele Kollegen wieder, die man lange nicht gesehen hat. Das Essen ist lecker, die Show ist sehr gut. Insofern ist es einer der Termine, die ich gerne wahrnehme. Essen Sie vegetarisch oder das nicht? Nee, ich mag schon Fleisch auch ganz gerne mal. Ich übertreibe es nicht mehr so wie früher. Aber grundsätzlich muss ich sagen, esse ich schon mal ganz gerne Fleisch. Also auch Gänsebraten oder Ente oder sowas, ja. Genau, jetzt sehen wir viele Akteure, Artisten hier. Wollten Sie vielleicht als Kind mal Artist sein? Nee, nicht wirklich. Ich bin Tennisspieler, Ballsportler und so weiter. Also was Sie da zum Teil machen, ist so sensationell, wie Sie das hinkriegen. Also jetzt, das bin ich auch zu alt, aber Sie fragen ja als Kind auch nicht, muss ich sagen. Aber ich fand das immer toll und die Leistung bewundere ich sehr. Es sind ja sehr viele Akteure und Artistinnen. Wolltest du als Kind auch mal Artistin tätig sein? Komischerweise nie. Also ich bin auch geritten, aber als mein Kind dann so 4, 5 Jahre alt war, die war ja immer mit, hatte die sich in eine Artistin verliebt. Die wollte sie am liebsten heiraten, damals schon. Und, aber ich eigentlich nie. Nee, Artistik bewundere ich nur. Ich bewundere immer alles, was ich nicht kann. Was ist denn das Faszinierende von einem Palazzo-Palast? Alles zusammen. Die Show, das Essen natürlich. Ja, und die Freundschaft mit Hans-Peter Wodarz. Genau, jetzt sieht man ja sehr viel Akrobatik. Wollten Sie auch mal als Kind Akrobat sein? Nee, das wollte ich nicht. Das hätte meine Mutter verboten, weil die war Akrobatin. Ja. Was hat sie denn gemacht? Alles Mögliche, was man so als Akrobatin macht. Viele Jahre Palazzo gespielt und es ist für mich immer ein besonderes Fest, da hinzukommen, weil. Und mittlerweile ist es leider so, dass ich kaum mehr die Leute kenne, die hier spielen, weil es jetzt auch doch wirklich so lange her ist, dass ich Palazzo gemacht habe. Aber ich habe dieses Unternehmen ja mit begründet, wenn ich das so sagen darf. Ich war einer der ersten Dinner-Shows, bin sozusagen ein
ein Urgestein dieser Art von Shows. Wunderbar. Und es gibt ja sehr viele Artisten, wie immer. Und wolltest du mal als Kind artistisch tätig sein? Ja, ich artistisch Tanz oder so hätte mich sehr interessiert damals. Und ich war wirklich, ich wollte unbedingt was mit Theater oder, aber es hätte, ich hätte auch Opernsängerin, ich wollte irgendwas, Hauptsache Bühne, so ungefähr. Und Artistik, da wusste ich, da bin ich zu schlecht, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich weiß auch, was die Leute arbeiten müssen, um so eine Hochleistung zu bringen. Und das ist kein Zuckerschlecken, das musst du sehr früh anfangen. Und deshalb, Artistik war eigentlich dann auch nie mein Traum. Ich habe es bis zum Purzelbaum gebracht oder so. Das Palazzo-Publikum erwarte Genuss pur für Augen, Ohren und Gaumen. Was kann besser sein, als leibliches Wohl zu verbinden mit Lachmuskulatur, Bewunderung für Artisten, also mit anderen Worten einfach nur großartig alles. Weitere Informationen und Karten gibt es unter www.palazzo.org. Auch verlosen wir 2x2 Karten einfach an gewinnspiel@tvb.de schreiben und vielleicht seid ihr eine der Lucky. Gruß natürlich an die Zuschauer. Kommt auch vorbei und genießt einen Abend im Palazzo.